in einer Welt voller Einsamkeit und Trauer, wo alles hoffnungslos erscheint und du ganz alleine bist. Niemand ist da, um dir zu helfen. Keiner wird dich retten. Du wirst elendig verhungern oder beim Schauen dieses Let's Plays abkacken. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Minecraft mit Neverguest. Ihr merkt schon, ich habe wieder neue Musik draufgepackt. Und wir sehen es, wie ihr hier seht, sind wir noch im Startmenü. Denn ich möchte heute, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, das Missa Pack 1.4.5 testen. Und dazu gehen wir mal hier auf die... auf unsere Let's Play-Welt. Natürlich sind wir hier im Let's Play, ne? Also nicht, dass ihr euch wundert. Aber ich möchte halt im Let's Play das Testen des Pack. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Wände kommen mir so ein bisschen entgegen. Ich esse mal eins von diesen stangenartigen Broten. Wie sieht denn das hier aus? Achso, jetzt habe ich meinen Skin natürlich nicht mehr. Da können wir den Eisen mal wieder aufsetzen. Ich muss sagen, ich habe damals mit diesem Pack angefangen zu spielen. Moment, ich gehe mal kurz runter. Ich muss mal gucken, wo wir das letzte Mal genau waren. Natürlich weiß ich, dass wir das hier gebaut hatten. Aber nicht mehr genau jetzt, wo wir aufgehört haben und so. Da wollen wir ein Fenster reinhauen. So, also. Der steht im Weg, definitiv. Der kommt weg. Lalalalalala. Und im zweiten Teil der Aufnahme, ich weiß nicht, wann das sein wird, keine Ahnung. Ja, doch. Sieht nicht schlecht aus. Würde ich jetzt mal so frei behaupten. Im zweiten Teil der Aufnahme werden wir dann ein weiteres Texture-Pack be... Doch, ist Wasser, okay, ich habe mich jetzt gefragt, hä? Und das hier, ne? Das... weiß ich auch noch nicht, was ich damit mache. Muss ich mal gucken. Also, das wird auf jeden Fall so nicht bleiben. Disco! Yay! Woo! So, ich brauche kurz ein bisschen Sand. Habe ich eine Schaufel? Ja, natürlich habe ich eine Schaufel mit. Ich bin doch immer vorbereitet. Ja. Sieht auf jeden Fall ganz witzig aus, wie man das hier aberntet. Also, es hat was, das Pack, aber es ist halt nicht mein Lieblingspack. Meine Lieblingspack kommen von der guten Honeyball. Und so ist das nun mal. Und so bleibt das auch. Was haben wir denn hier? Zuckerrohr! Kann man immer gebrauchen. Und ein wenig Schlucht. Ja doch. Ist eine Schlucht. Definitiv. Huch, es lackt gerade noch ein wenig. Warum das? Ich habe doch eigentlich nicht so viel offen. Warum lackt das gerade? Oh yeah. Sandschaufel. Das nehme ich mit. Huh, warum lackt das so? Verstehe ich jetzt ja. Liegt das an dem Texture-Pack? Meine Kraft verträgst du doch auch, warum verträgst du kein Messer? Grüne Wälder, grün. Aber ich finde das Holz geil, das muss man lassen, also das Holz ist wirklich gut. Das sieht wirklich nicht schlecht aus, was die hier mit dem Holz gemacht haben. Noch irgendwas besser als... Also was heißt besser, es ist auf seine Art und Weise einfach gut. Es gefällt mir persönlich besser. Es würde allerdings auch nicht zum Minecraft Texture Pack zum Beispiel passen. Das sieht jetzt allerdings ein wenig strange aus. Strange. Und wie sieht das da aus? Gut, das Haus, das sieht sowieso in allen Texture Packs ein bisschen strange aus. Das geht eigentlich, das ist eigentlich okay. Moment, ich will mal gucken, ob die da einen Unterschied gemacht haben zwischen den beiden Sorten. Weil beim Honeyball Texture Pack ist das ja nicht so. Hier müssen wir auch mal weiterbauen irgendwann. Hier mit so einem freischwebenden Schild.
Gemüse-Range. Ach ja! Und zwar, der Update, Gemüse-Range, warte mal. Soll ich hier etwas ändern? Vom guten... keine Ahnung was. Huch. Ich habe nämlich hier noch eine Stimme bekommen. Eine Stimme. Ja, drei Stimmen. Der Wolke, der muss, der stimmt jetzt gerade im Moment nicht mehr. Stimmen. Dann werde ich jetzt seine Stimme wieder entfernen. Das da ist nicht der Wolke seine Stimme, da hat sich jemand anderes beteiligt. Warum ist das Schild jetzt hell? Hä, das verstehe ich jetzt nicht. Naja, okay. Freut mich sehr, dass sich einige beteiligen. Der gute Stimmen. Das habe ich immer noch nicht geändert. Ach, egal. Egal. Ich würde ja eventuell demnächst mal wieder eine Höhlentour machen, aber in dieser Aufnahme ist das, glaube ich, keine so gute Idee. Mit dem, was ich noch vorhabe. Weil dann bringt das nichts, was ich vorhabe. So, jetzt wollte ich mal gucken. Haben die hier einen Unterschied gemacht? Farblich, ja. Farblich haben sie da ein bisschen unterschieden. Wuhu! Möhren, wir haben Möhren. Ups, jetzt habe ich das Ding kaputt gemacht hier. Glack. Das sind nicht wenige Möhren, auf keinen Fall. Also, da kommt schon einiges zusammen jetzt, ne? Moment. So. Möhren. Schwebt das? Das Wasser passt irgendwie nicht richtig zu dem Pack, habe ich das Gefühl. Es sieht nicht schlecht aus, aber es passt irgendwie nicht zu dem Pack. Jetzt habe ich das bei der Möhre gefunden zwischendurch. Immer diese Möhrenfutterer während der Arbeit, kennt man ja. Ist ja bekannt. Die Möhrenfutterer, ey, das sieht echt strange aus mit dem Wasser. Ohne Mist. Das können, oder ist das Seerosenblatt, was so komisch aussieht? Nee, das Wasser, das sieht einfach strange aus, ich weiß nicht, also... Ja, da müssen sie noch dran arbeiten an dem Wasser. Plupp. So, und dann... Kartoffeln! Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln. Ich weiß gar nicht, ob die fertig sind, ich angst jetzt einfach mal, weil sie aussehen wie fertig. Ich nehme stark an, sie sind fertig, ich kann es ja mal ausprobieren. Moment. Anscheinend schon. So, Kartoffeln. Kartoffeln. Und anpflanzen. Ich merke gerade, hier ist noch ein bisschen dunkel. Ja? Ich sollte hier vielleicht noch ein paar Fackeln hinbauen. Nur so, damit es hell wird. Was ist das? Ah, den gucke ich nicht an. Jetzt hätte er mich beinahe gekriegt, aber nee, den gucke ich nicht an. Ich bin ja nicht Stranger. Du möchtest mir was mitteilen da drüben? Ja, komm, gib mir mal ein Glücksgefühl. Ja! Oh. Nein! Mist! Wisst ihr, da will ich ihm einmal den kleinen Finger geben und dann reißt er mir gleich den gesamten Oberarm ab. Und da fragt nicht meine. Ohne Betäubung, ohne alles, der reißt ihm da einfach raus. Wisst ihr, da wollte ich ihm das Glücksgefühl geben. Hier hast du mal jemanden angeschossen. Na, schießt er mich erstmal voll aufs Feld drauf. Eine giftige Kartoffel. Kann ich die anpflanzen? Nein. Kann ich die essen? Nein. Doch? Nein. Ich will giftige Kartoffeln essen. Giftige Kartoffeln. So, ich würde sagen, dann pflanzen wir hier mal diesen Mist noch ab. Nennt sich auch Kaktus im allgemeinen Sprachgebrauch. Ist es für mich nicht so gebräuchlich. Was geht denn da schneller? Ich glaube, ein Schwert hier das am schnellsten. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube schon. So, das ist auf jeden Fall, das sind sie alle gewachsen. Weil wir lang genug an den Dingen dran arbeiten zurzeit. Und darum. Was ist das? Alter, ist das geil! Da rennt Pilze rum! Also das soll ein Creeper sein, aber oh, ist das geil gemacht. Ohne Scheiß. Geil. Ey, der Pilz. Warte. F. Komm, dreh dich rum.
Jetzt dreh dich verdammt nochmal rum, ich krieg hier ein zu viel mit dir. Klack. So, Screenshot gemacht. Was? Drücken Sie auf die Schaltfläche hinzufügen. Abbrechen. Okay, ja, ist klar. Was auch immer die gerade von mir wollten. Ich habe es mir jetzt gerade nicht durchgelesen, weil das zu lange gedauert hätte. Irgendwas mit der Tastenkombination hinzufügen, wahrscheinlich für den Screenshot, den ich gerade gemacht habe. Also auf Deutsch hat es gerade nicht geklappt, oder was? Doch, hat. Was? Hat geklappt, okay. Also, gerade eben nicht, aber jetzt hat es geklappt. Klack, 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 klack. Oh. Das war nicht geplant. So nah brauchen die jetzt auch nicht aneinander stehen. Wir haben ja genug Platz. Wir haben's ja. Dicke. So. Und hier noch, da noch, hier noch, da noch. Und da sind die Kakteen alle. Ah, wir haben noch 64. Wäre seltsam, wenn wir keinen Plus gemacht hätten. So. Getreide. Tue ich jetzt mal schnell noch hier so ein bisschen durchjagen mit dem Knochenmehl. Mal schauen, was wir hier noch erreichen. Moment, 4 Knochen haben wir noch. Strange. Da ist noch was. Hier sah es aus wie. Nein, okay. Gut, dann tun wir ja auch noch schnell was ernten. Die Bohnen lasse ich in Ruhe, weil den Grund, der ist ja wohl allseits bekannt, warum ich die jetzt nicht ernte. Das wäre ja der reinste Schwachfug, die weiterhin, also wir können sie schon ab und zu ernten, das ist ja nicht so, dass wir keinen Spaß daran hätten, Massenproduktion zu begehen. Das muss ich leider mal begraben. Ach, okay, gut. Aber im Moment ist es jetzt nicht so wichtig, ne? So, was darf ich denn weg? Verrottetes Fleisch am besten. Das brauchen wir eh nicht. Und dann kümmern wir uns hier nochmal um Zuckerrohr, weil das ist auf jeden Fall wichtig. Bei Gelegenheit müssen wir auch auf jeden Fall, ich glaube, das machen wir. Wow, grüne Spinnen, was ist hier los? Strange. Ich glaube, das werden wir jetzt auch gleich machen mit der Aufnahme. Dass wir mal langsam beginnen. Bücherregale zu bauen. Wir haben es ja schon mal gemacht, aber da haben wir die Bücherregale dann zur Zierde genutzt. Wir wollen sie ja für was anderes nutzen. Was macht? Wow, 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 wow. Das kann ich weghauen. Na kommt, holt mich, wenn ihr könnt. Die sind so strange, die Leute. Manche Leute sind so strange. Na komm. Hallo? Ich arbeite mich immer kurz durch den Zaun durch. So. Und so ein bisschen EP-geil bin ich ja immer noch, ne? So, okay. Warum leuchtet das denn hier so verrückt? Ich habe überhaupt kein Gefühl mehr dafür, wie viel Punkte Schaden ich genommen habe hier. Weil das alles so anders aussieht. Ah, okay, zwei Herzen. Was ist das? Spinnenaugen. Brauch nicht. Okay. Also, die haben sich auf jeden Fall auch sehr viel Mühe gegeben mit dem Pack. Das kann man nicht bestreiten. Ich will jetzt hier nochmal schnell ein bisschen. Den Creeper vermöbeln. Gut, die Spinne hat sich auf uns abgesehen. Und dann gehen wir mal hoch und
die Endermänner. Nee, gell? Nee, ist das Enderman-Arbeit gewesen? Oh, Schwertspanne. Und Ovi mit Gebrüll. Aua, das hat doch weh. Warte mal. Ich hab da einen kleinen Fehler begangen. Fällt mir gerade auf. Das heißt, der Kleine, der ist eigentlich ziemlich groß. Und zwar ist die Musik die ganze Zeit so laut. Wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Moment. 15 Minuten, die erste Folge, okay. Da werde ich mal dann und anders.